So, liebe Studenten, ich würde jetzt gerne auf die Fragen zurückgreifen, die ich gestellt bekommen habe. Die erste Frage bezieht sich jetzt hier explizit auf die Dichterfunktion. Und zwar, es geht jetzt im Konkreten darum, wann man jetzt hier von Minus unendlich anfangen muss zu integrieren, wenn man jetzt hier die Verteilungsfunktion ausrechnet. Und dazu jetzt hier das folgende Beispiel. Also, zunächst mal schauen wir uns mal an, was die Definition der Verteilungsfunktion ist, in dem Fall. Also, wenn jetzt hier gerade, jetzt sage ich jetzt mal, x eine stetige Zufallsvariable ist, okay, und zwar jetzt in dem Fall mit Dichterfunktion klein f, dann gilt jetzt hier für die Verteilungsfunktion der folgende Ausdruck. Das hat man eigentlich auch schon im Skript, also für die Verteilungsfunktion an der Stelle, sage ich jetzt mal hier kleine Stelle x, ist jetzt oder wie ergibt sich jetzt hier aus der Dichterfunktion bzw. aus dem Integral der Dichte von minus unendlich bis zu dieser Stelle hier. Und da sieht man ja schon, dass man jetzt im Endeffekt jetzt hier, das geht jetzt ja auch für jede Verteilung, dass man immer bei minus unendlich anfangen muss. Immer. Also die Antwort lautet, man muss immer bei minus unendlich anfangen. Es gibt allerdings Fälle, wo die Dichterfunktion in bestimmten Abschnitten nicht definiert ist, sodass man jetzt hier den entsprechenden Abschnitt dann, oder beziehungsweise den Wert 0 annimmt, besser gesagt, sodass man die Dichtefunktion diesen Abschnitten weglassen kann. Zum Beispiel haben wir jetzt eigentlich auch hier bei der Probeklausur, und zwar jetzt in dem Fall sieht jetzt hier die Dichtefunktion wie folgt aus. Also f von x ist jetzt hier gleich 64 geteilt durch x hoch 5 für x größer gleich 2. Und 0 natürlich jetzt hier für x kleiner 2, oder in dem Fall 0 für sonst. So. Und man soll jetzt hier in dem Fall für die ebenfalls die Verteilungsfunktion bestimmen. Und das geschieht jetzt hier auf die folgende Art und Weise. Und zwar, laut der Definition, man hat jetzt hier zwei Abschnitte für die Dichterfunktion, also wird auch die Verteilungsfunktion zwei Abschnitte haben. Und man muss jetzt hier diese beiden, für beide Abschnitte jetzt hier die Verteilungsfunktion jeweils explizit bestimmen. Also für, in dem Fall fangen wir jetzt ja mit diesem Abschnitt, für x kleiner gleich 2 geht jetzt hier, trotz allem, dass der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle klein x natürlich jetzt hier laut Definition immer das Integral von minus unendlich bis zu der jeweiligen Stelle jetzt hier von Dichterfunktion sein muss und auch in diesem Fall. Das gilt also immer unabhängig von der geschalteten Dichte. So, die Frage ist jetzt, ja gut, welchen Wert nimmt denn die Dichtefunktion dann an? In diesem Beispiel, ja, wir suchen sich jetzt hier gerade so ein bisschen an diesem Fall jetzt hier dran, also ich bitte um Entschuldigung. Ich muss das jetzt hier fixieren scheinbar. Okay, gut, also, was soll man jetzt hier tun? Ja gut, die Frage ist, wenn x kleiner als 2 ist, welchen Wert nimmt denn die Dichtefunktion jetzt in diesem Abschnitt an? Das sehen wir jetzt eigentlich hier. Die Dichtefunktion nimmt den Wert 0 an in diesem Bereich. Das heißt, in dem Fall ist auch die Dichtefunktion an dieser Stelle u, wobei jetzt hier u durchgeht von minus 2 bis zu dieser Stelle, wo x kleiner als 2 ist, natürlich ebenfalls. Das heißt, wir haben jetzt hier die das Integral von minus unendlich bis zu dieser Stelle x, und zwar von 0. Das ist jetzt hier zu bestimmen, das ist offensichtlich 0. Das heißt, der Wert der Verteilungsfunktion ist offensichtlich 0 für also in dem Fall jetzt hier für Argumente, die jetzt hier kleiner als 2 sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, für den zweiten Abschnitt, für x kleiner gleich 2, ist die Verteilungsfunktion trotzdem, oder gerade deswegen jetzt hier in dem Fall auch von minus, das Integral von minus unendlich bis zu dieser Stelle jetzt hier x, und zwar jetzt hier von der Dichtefunktion. Das gilt ja immer. Right? Das hat mir ja gesagt, das gilt ja unabhängig von der Verteilung. Wir haben jetzt in dem Fall, dass die Dichtefunktion in dem Fall in zwei Abschnitten definiert ist. Nämlich einmal von minus unendlich bis 2 und einmal von plus 2 bis plus unendlich. Und da jetzt hier x, jetzt hier diese beiden Abschnitte, jetzt in diesem zweiten Abschnitt befindet, da weil ich jetzt hier auch gerade im ersten Abschnitt integrieren muss, dann muss ich jetzt in dem Fall auch das Integral jetzt hier wie folgt splitten. Also, und zwar, ich integriere jetzt hier von minus unendlich bis zu dieser Stelle 2 von der Dichtefunktion. Und dann integriere ich jetzt hier von 2 bis zu dieser Stelle x.
Und so habe ich zumindest mal sichergestellt, denn x ist jetzt in dem Fall größer gleich 2, das weiß ich. Das heißt, ich fange jetzt hier bereits im ersten Abschnitt zu integrieren und höre dann irgendwann mal irgendwo im zweiten Abschnitt dann auf. Das ist im Grunde genommen das Gleiche. Ich meine, wenn ich jetzt hier die Fläche von minus unendlich bis x bestimmen will, dann kann ich das dazu, und x ist natürlich größer gleich 2, dann kann ich das jetzt hier so tun, als also wenn ich die Fläche von minus unendlich bis 2 bestimme und dann von 2 bis natürlich jetzt in dem Fall x. So, in diesem Abschnitt ist die Dichtefunktion 0. Das heißt, das setze ich jetzt hier auch ein, das heißt, ich integriere von minus unendlich bis 2 den Moment 0 und erhalte jetzt hier meine 0, aber ich schaffe das jetzt hier ausführlich. Und im anderen Abschnitt ist der Wert der Dichtefunktion natürlich in dem Fall 64 geteilt durch u hoch 5. Also wir haben jetzt hier quasi von Abschnitt von x von 2 bis x. So, ja gut, und das ist jetzt hier zu lösen. Und da dieses Integral jetzt hier 0 ist, offensichtlich, denn die Fläche von 0 ist natürlich 0, habe ich jetzt hier, was jetzt hier übrig bleibt, also alles in allem, ist also das Integral von 2 bis x und 2 jetzt hier von 64 durch u hoch 5 du. Das hat sich jetzt in dem Fall also, die Fläche jetzt hier, das Integral hat sich jetzt hier vereinfacht. Ich integriere jetzt also nicht von minus unendlich im Grunde genommen, sondern von 2. Ich habe allerdings bei minus unendlich angefangen zu integrieren. Der Grund war allerdings, dass jetzt hier die Dichtefunktion 0 gewesen ist. Die Dichtefunktion sieht jetzt in etwa, wenn man sich das jetzt hier anschauen will, die sieht jetzt in etwa so aus. Also man hat jetzt hier das, unser Koordinatensystem. Hier ist jetzt ungefähr die Stelle 2. Dann geht die Dichtefunktion jetzt hier ab, diese Stelle jetzt hier, mit ungefähr diese Gestalt dann. Und hier von links von der 2 ist sie natürlich mal. So, die Verteilungsfunktion gibt jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier diese Stelle x habe, der Wert der Verteilungsfunktion gibt die Fläche von der Dichte, die jetzt hier die Dichte von mindestens bis zu diesem Wert hier abschließen. Das ist jetzt offensichtlich jetzt hier gerade, beschränkt sich jetzt hier in dem Fall auch auf diese Fläche. Das ist also der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle x für den Fall, dass jetzt x größer gleich 2 ist. Das ist jetzt hier auch gerade die Fläche. Deswegen reicht es jetzt in dem Fall, wenn man, wenn man jetzt hier bei 2 anfängt, aber im Grunde tut man jetzt hier von minus unendlich anfangen, nur jetzt gerade die Fläche von minus unendlich bis 2, das ist jetzt hier gerade diese Fläche hier, die hat einen Wert von 0. Deswegen ist diese Fläche jetzt hier weggefahren, sodass ich jetzt hier eigentlich von 2 aus beginnend integrieren kann. Okay, aber die Definition, wie gesagt, die Definition stimmt trotz allem, nur ich muss selbstverständlich beachten, dass jetzt hier auch die Fläche von der Dichtefunktion hier 0 sein kann, weil die Dichtefunktion in diesem Abschnitt zum Beispiel jetzt hier auch gerade den Wert 0 annimmt. Deswegen wird man jetzt hier was Falsches bekommen, wenn man jetzt hier tatsächlich von minus unendlich anfangen würde, was man jetzt, wenn man jetzt hier minus unendlich stehen hätte statt der 2. Und dann kommen jetzt hier die Ergebnisse heraus, die man jetzt hier bekommt. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Verteilungsfunktion, sondern auch für den Erwartungswert und so weiter und so fort. So, das heißt, da jetzt die Dichtefunktion in diesen Abschnitten 0 ist, fällt jetzt hier die Fläche von minus unendlich bis zu diesem Wert hier natürlich weg. Und dann bleibt jetzt hier nichts mehr übrig. So, ich hoffe, dass es damit diese Frage jetzt hier klären konnte. So, dann gibt es jetzt hier nochmal einen ausdrücklichen Wunsch, und zwar für die Aufgabe 3.3 aus der Probeklausur. Also Probeklausur, jetzt hier die Aufgabe 3.3, ja, also Aufgabe 3.3. So, worum geht es da? Also da gibt es jetzt hier eine rechteckige Kunststoffplatte und die Größe dieser Kunststoffplatte hängt offensichtlich vom Zufall ab, also x ist jetzt hier, glaube ich, jetzt hier die Länge und y ist jetzt hier die Breite, das sind jetzt hier die Zufallszahlen und beide haben jetzt hier die Dichtefunktion, nämlich die sieht jetzt wie folgt aus und zwar von x ist jetzt hier in dem Fall 3 Fünftel mal 4 minus x Quadrat und zwar für Werte, die zwischen 1 und 2 liegen und 0 für die allen anderen Werte. Okay, so, und man muss jetzt hier irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, achso doch, wenn man jetzt hier, eine Platte gilt als minderwertig, wenn ihre Länge oder ihre Breite den Wert 3,5 übersteigt, natürlich schließt sich das oder den Fall auch ein, dass beide auch diesen Wert hier übersteigen können, also das hierbei handelt sich nicht um ein Exklusiv-Oder,
sondern um ein logisches Oder. Deswegen ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit die folgende. Und zwar, man würde das jetzt hier auch gerade auch wie folgt notieren können. Und zwar, also wenn es jetzt hier 3 halbe sind ja 1,5, nicht? Hier ist jetzt also die Wahrscheinlichkeit gesucht, dass x größer ist als 3 halbe oder, und das schreibe ich jetzt hier so, y ist größer als 3 halbe. Nicht? So. Wir erinnern uns an den Additionssatz. Ich schreibe jetzt hier nochmal dazu. Additionssatz, wie man jetzt hier Additionssatz jetzt, also mit Hilfe des Additionssatzes aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung jetzt hier diese Aufgabe lösen kann. Und zwar der Additionssatz ging hier wie folgt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Vereinigung zweier Ereignisse sich aus der Summe der jeweiligen Wahrscheinlichkeiten ergibt. Natürlich für den Fall, dass die Ereignisse disjunkt sind, aber das sind sie jetzt in dem Fall nicht. Denn es kann auch sein, dass sowohl die Länge als auch die Breite jetzt hier diese 1,5 überschreitet, sodass ich jetzt hier auch die Wahrscheinlichkeit für die gemeinsame Wahrscheinlichkeit jetzt hier in dem Fall auch abziehen muss. Und das bedeutet jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt hier gerade mich oben befinde, dass ich auch die gesuchte Wahrscheinlichkeit, also ich schreibe das jetzt einfach nochmal hin, also x größer als 1,5 oder y ist jetzt größer als 1,5, auch wie folgt schreiben kann, und zwar das ist jetzt hier p von x größer als 1,5 plus p von y größer als 1,5 minus p von x größer als 1,5, und dann hatten wir jetzt hier dieses Zeichen gewählt, jetzt hier gerade für die Ereignisse, aber in dem Fall mit dieser Notation war das hier ein Komma, also das symbolisiert jetzt hier die gemeinsame Wahrscheinlichkeit, diese beiden Zufallsvariablen, also p von x größer als 1,5 und y größer als 1,5, und das ist jetzt hier die gesuchte Wahrscheinlichkeit. So, wie man das berechnet, das ist relativ klar, mit Hilfe der Verteilungsfunktion der Zufallsvariable. Jetzt ist es ja nur so, dass man zunächst mal sich auch ein paar Gedanken darüber machen muss, wie man das hier bestimmt. Und dazu nochmal vielleicht der folgende Zusammenhang. Also bei stochastischer Unabhängigkeit von Ereignissen gilt, weil das hatten wir ja hier schon. Bei Unabhängigkeit gilt Folgendes, und zwar, es gilt, dass die gemeinsame Wahrscheinlichkeit der Ereignisse sich aus dem Produkt der jeweiligen Wahrscheinlichkeiten ergibt. Also, wenn man das jetzt hier darauf überträgt, und hier sind x und y per Definition unabhängig, das hat man jetzt hier einfach unterstellt. Und das bedeutet jetzt in dem Fall, dass man diese Wahrscheinlichkeit hier, also sprich die gemeinsame Wahrscheinlichkeit, nämlich dass x größer ist als 1,5 und y ebenso, nicht? Also so, das heißt, sowohl die Länge als auch die Breite sind größer als 1,5, dass man diese Wahrscheinlichkeit jetzt hier aus dem Produkt bestimmen kann. So, das lässt sich eigentlich relativ leicht jetzt hier übertragen, nicht? Also wie gesagt, die gemeinsame Wahrscheinlichkeit zwei Ereignisse ist gleich dem Produkt der jeweiligen Wahrscheinlichkeiten aus diesen Ereignissen, wenn die Ereignisse unabhängig sind, und da sich jetzt hier die Ereignisse auf die Zufallsvariablen beziehen, macht das jetzt hier in dem Fall auch keinen Unterschied. So, damit hätten wir eigentlich fast alles. Wir müssen uns jetzt nur ein paar Gedanken drüber machen. Und zwar, wir sehen jetzt hier eigentlich auch, dass die Länge und die Breite von der Verteilung her gleich sind. Also die Länge und die Breite sind nicht gleich, nur die Verteilung dieser beiden Größen ist gleich. Deswegen spielt es jetzt hier keine Rolle, ob jetzt hier die Länge den Wert 1,5 überschreitet oder die Breite. Das heißt, die beiden sind jetzt in dem Fall gleich, und ich erhalte jetzt hier daraus, also ich schreibe es jetzt hier vielleicht nochmal hin, also p von x größer als 1,5 ist gleich p von y größer als 1,5. Warum? Weil die Verteilung von x und y gleich ist. Und daraus folgt jetzt hier summa summarum, dass man die gesuchte Wahrscheinlichkeit jetzt hier wie folgt bestimmt, und zwar, also die gesuchte Wahrscheinlichkeit, ich schreibe jetzt einfach nochmal hin, px größer als 1,5 oder y größer als 1,5, dass man das jetzt hier wie folgt ausrechnen kann, also da die beiden jetzt hier gleich sind, ich habe das jetzt hier zunächst mal aufgeschrieben, wenn die beiden gleich sind, dann kann ich jetzt hier, also eine Kartoffel plus eine andere Kartoffel sind zwei Kartoffeln, nicht? Das ist offensichtlich, das heißt, ich habe jetzt hier dann zweimal diese Wahrscheinlichkeit hier. Und dann minus, da sich jetzt hier gerade die gemeinsame Wahrscheinlichkeit aus dem Produkt der beiden ergibt, und die sind jetzt hier auch gleich,
ergibt sich dann hier p von x größer als 1,5 zum Quadrat. So, also das ist jetzt hier eigentlich der Ansatz. Ja? So, gut. Jetzt ist die Frage, wie bestimmt man jetzt hier das noch? Das bleibt jetzt hier noch offen. Man bestimmt jetzt diese Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der Verteilungsfunktion. Man hat jetzt hier nämlich zweimal das mit der Gegenwahrscheinlichkeit, also 1 minus p von x kleiner gleich 1,5. Nicht? Das ist jetzt hier die eine. Und dann minus, in Klammern, 1 minus p von x kleiner gleich 1,5. Das ist jetzt hier die andere. So, zum Quadrat, nicht vergessen. Ne? Okay. Beziehungsweise, wenn man jetzt hier ganz genau machen will, dann schreibt man hier einfach 2 mal 1 minus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,5 minus 1 minus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,5 in Klammern zum Quadrat. Das ist hier die Vorgehensweise. Okay. So. Ja gut, jetzt brauchen wir nur noch den Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,5 zu bestimmen. Dann können wir eigentlich leicht ausrechnen, das ist jetzt hier die einzige Wahrscheinlichkeit, das werde ich jetzt hier die Verteilungsfunktion nicht explizit herleiten, sondern nur für diesen Fall. Also wie berechne ich jetzt hier den Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,5? Nun, per Definition, wie jetzt hier eigentlich auch bei der Verteilungsfunktion auch die Definition gewesen war, ich lege die jetzt hier einfach nur kurz mal auf. Nicht? Also seit man hat jetzt eigentlich auch hier schon, der Wert der Verteilungsfunktion einer beliebigen Stelle ergibt sich aus dem Integral der Dichte von minus unendlich bis zu dieser jeweiligen Stelle. Also gilt natürlich auch hier für diese Stelle 1,5. Das heißt, ich integriere jetzt hier die Dichtefunktion von minus unendlich bis zum Wert 1,5 und ich nenne das jetzt hier einfach mal zur Abwechslung x, den Integranten. So. Ja gut, die Frage ist nun, wie sieht denn die Dichtefunktion aus? Wir hatten jetzt hier die Dichtefunktion auch notiert. Ich kriege sie vielleicht mal kurz auf. Wir sehen jetzt hier in dem Fall, dass die Dichtefunktion in 3 Abschnitten definiert ist, weil darunter nicht in 2 Abschnitten, sondern in 3. Das sieht zwar vielleicht jetzt nur, weil 2 Werte sind, aber es sind jetzt 3 Abschnitte. Und die Abschnitte sind die folgenden. Der erste Abschnitt geht von minus unendlich bis 1. Der zweite Abschnitt geht von 1 bis 2 und der dritte Abschnitt geht von 2 bis plus unendlich. Die erste und die dritte sind jetzt hier zusammengefasst worden, aber im Prinzip sind es 3. So, ich integriere jetzt also in dem Fall von minus unendlich bis 1,5 und dabei durchkreuze ich 2 Abschnitte. Nämlich erstmal den Abschnitt von minus unendlich bis 1 und dann von 1 bis 1,5. Das heißt, weil ich jetzt hier die beiden Abschnitte durchkreuze und in diesen beiden Abschnitten die Dichtefunktion jeweils einen anderen Wert annimmt, bin ich auch gezwungen, abschnittsweise zu integrieren. Das heißt, ich integriere jetzt hier in dem Fall von minus unendlich zunächst mal von minus unendlich bis 1, jetzt hier gerade von der Dichtefunktion, und dann von 1 bis 1,5. Nicht? So. Gut. Ja gut, dann schauen wir uns mal an, welchen Wert die Dichtefunktion jetzt hier annimmt, jetzt in diesen beiden Abschnitten. Und zwar also in diesem Abschnitt, nicht? Also von minus unendlich bis 1, das ist jetzt hier gerade dieser Abschnitt, nimmt die Dichtefunktion den Wert 0 an. Deshalb schreibe ich jetzt hier das Integral von minus unendlich bis 1 und zwar von 0, denn das ist die Dichte. Nicht? So, und ab geht es gerade in diesen Abschnitt, der geht ja von 1 bis 1,5. Schreibe ich jetzt hier in dem Fall das hier, das ist das Integral von 3 Viertel mal 4 minus x zum Quadrat. Nicht? So, das ist das, was mir jetzt noch übrig bleibt. So, und da dieses Integral natürlich 0 ist, bleibt übrig also in dem Fall 3 Viertel mal 4 minus x zum Quadrat. Und zwar von 1 bis 1,5. Okay? So, und wenn man das ausgerechnet hatte, ich weiß jetzt nicht genau ganz, was herauskommt dabei, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, da kommt heraus 0,275, also ich werde jetzt hier die einzelnen Rechenschritte überspringen, das ist jetzt eigentlich im Grunde genommen eine einfache Integralrechnung. Wenn man sich das jetzt hier klar gemacht hatte, dann weiß man jetzt hier eigentlich auch, was man dann hier für die gesuchte Wahrscheinlichkeit erhält. Denn für die gesuchte Wahrscheinlichkeit schaffe ich es jetzt hier noch zum dritten Mal ab. Also p von x größer als 1,5 oder y größer als 1,5. Wir hatten jetzt hier, wenn man das jetzt hier dann einsetzt, 2 mal 1 minus 0,275.
plus 1 minus 0,275 in Klammern zum Quadrat, denn das war jetzt hier der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1,5. Ja, das schreibe ich jetzt hier vielleicht dazu. Also das war jetzt hier der Wert der Verteilungsfunktion an dieser Stelle. Ja, das auch. Okay. Und wenn man das jetzt hier mit dem Taschenrechner bestimmt, dann kommt man auf das entsprechende Ergebnis, was jetzt hier in dieser Aufgabe angegeben worden ist. Okay. So, darauf basiert das Ganze jetzt hier auch. Also wenn man jetzt hier die Antworten ein bisschen durchcheckt, dann sieht man jetzt eigentlich auch, welche richtig und welche falsch sind. So, dann kriege ich jetzt hier die Frage gestellt, woran merke ich, dass bei einer Aufgabe die einfache Varianzanalyse der richtige Test ist? Das merkt man gar nicht. Und zwar aus dem folgenden Grund. Weil die Varianzanalyse nicht in der Klausur drankommt. Also ich schreibe jetzt hier einfach nochmal dazu, nicht relevant. Und also nicht relevant für die Klausur sind, also nicht relevant, wohlgemerkt. Ne? Varianzanalyse. So, das heißt, das wird man erst gar nicht erkennen. Nicht? Warum? Es kommt nicht dran. Ganz einfach. So. Dann Gini-Koeffizient bzw. Lorenz-Kurve. Ne? Lorenz, ich glaube, das schreibt man mit Z einfach. Ne? Also Lorenz-Kurve. So. Dann, was nicht drankommt, ist die Gütefunktion. Diese drei Themen kommen nicht dran. Alle anderen Themen können drankommen und demzufolge sind auch relevant. Ne? So. Gut, dann gibt es jetzt hier nochmal eine andere Frage, und zwar generell jetzt hier wird die Frage gestellt, welcher Test angewendet werden muss, außer bei einfachen, also bei einfachen Tests, wo es wirklich offensichtlich ist. Also das ist die Frage, was versteht man unter offensichtlich? Woran man es erkennt, ist eigentlich ziemlich leicht zu beantworten, also welchen Test man jetzt hier nehmen sollte. Und zwar, das erkennt man an den Annahmen bzw. an der Nullhypothese. Also, ich schreibe jetzt hier einfach mal die Frage dazu, woran erkennt man welchen Test man nehmen sollte. Da gibt es jetzt hier eigentlich im Grunde genommen zwei Merkmale, an denen man das jetzt hier sehr gut identifizieren kann, und zwar anhand der Nullhypothese, das ist das erste. Ja. Und zweitens an den gegebenen Annahmen. Ja. Solche zum Beispiel wie verbundene oder unverbundene Stichprobe oder wie zum Beispiel jetzt hier die Merkmale verteilt sind und so weiter. Und wenn man sich dann jetzt im Grunde die beiden Sachverhalte aus den jeweiligen Tests klar macht, dann lässt sich das meines Erachtens eindeutig bestimmen, von welchem Test jetzt hier in der gegebenen Aufgabenstellung die Rede ist. Also hier wird unterstellt, es kommt vor, dass für eine Aufgabe verschiedene Tests in Frage kommen können, kann das sein? In der Praxis ist es durchaus relevant, aber in der Klausur wird es nicht so sein. Also in der Klausur wird es dann nur eine Möglichkeit geben, wie man einen entsprechenden Test durchführen sollte. Und das wird jetzt hier auch in dem Fall so sein. Also da braucht man sich jetzt hier keine Sorgen zu machen, ob man zum Beispiel jetzt hier beim Test auf einen Anteilswert jetzt hier gerade diesen approximativen Test nehmen sollte, der auf den zentralen Grenzsatz basiert oder den Anpassungstest, nicht? Das ist eigentlich immer so, dass die sind jetzt hier das berühmte Beispiel, das braucht man jetzt hier nicht zu tun. So, dann gibt es hier eine Frage, und zwar wie man jetzt hier beim Bestimmtheitsmaße so in der Probeklausur, wie man das jetzt hier hergeleitet hatte, diesen Zusammenhang, der jetzt hier in der Probeklausur erwähnt wird aus dieser Rechnung. Und zwar, also innerhalb des linearen Regressionsmodells, ich schreibe jetzt hier einfach mal so die Konstellation hier auf, also das wahre Modell, das sah jetzt hier wie folgt aus, und zwar y, das sind jetzt hier die Beobachtungen, ist gleich a plus b mal xi plus epsilon i, das sind jetzt hier diese epsilon i's, die sind jetzt hier unabhängig und normal verteilt, ich schreibe jetzt hier mit Erwartungswert 0, die Varianz ist aber jetzt in dem Fall nicht 1,
sondern die Varianz ist jetzt hier Sigma Quadrat. Und zwar für alle, also für i gleich 1 bis n. Das ist die Konstellation. Und wir haben jetzt hier auf der anderen Seite das geschätzte Modell. Das geschätzte Modell. So, das geschätzte Modell sieht wie folgt aus. Also man hat jetzt hier weiterhin jetzt diese Beobachtung, die man jetzt hier wie folgt erklären möchte. Und zwar man hat jetzt hier dann, also x gleich y a dach plus bx, also b dach mal xi plus epsilon i. Man weiß ja dach nicht, also das sind jetzt hier die Residuen. Man weiß jetzt nicht im Grunde, welchen Wert jetzt hier die Störvariablen haben, beziehungsweise wie groß jetzt hier a und b tatsächlich sind. So, beziehungsweise man würde das jetzt hier auch wie folgt zusammenfassen. Also man schreibt jetzt hier auch alternativ yi ist gleich yi dach plus epsilon i dach und yi dach ist jetzt hier gerade dieser Wert. Nicht? Das ist die Konstellation. So, und man weiß ja auch, ich meine im Grunde genommen schätzen wir jetzt hier a dach und b dach mit Hilfe der kleinsten Quadrate. Das sollte man ja wissen. Also für die kleinsten Quadrate schätzt er gilt und so weiter und so fort. Und es gibt sich interessante Folgerungen aus diesem Zusammenhang. Und zwar die erste Folgerung, die man sich dann hier klar macht, ich werde die jetzt hier nicht zeigen, aber man sollte sich das jetzt hier vielleicht durchaus dann klar machen, ist, dass die Summe der Residuen, also die Summe dieser geschätzten Störvariablen, und zwar von i gleich 1 bis n, in diesem Zusammenhang gleich 0 sein muss. Das ist das Erste. Okay? Unmittelbar daraus folgt jetzt hier, dass das arithmetische Mittel von y, also sprich jetzt aus dieser Beobachtung, gleich ist mit diesem arithmetischen Mittel aus diesen geschätzten Beobachtungen. Nicht? Also wenn jetzt hier im Grunde genommen diese, wenn man jetzt hier beiden Seiten aufsummiert, nicht? Das sieht man ja hier. Und diese Summe ist tatsächlich 0, die jetzt hier raus entsteht. Nicht? Also man setzt hier einfach das Summenzeichen dazu. Nicht? Also Summenzeichen jetzt hier von y ist gleich das Summenzeichen jetzt hier. Diesen y nach plus das Summenzeichen jetzt hier von diesem epsilon nicht. Also wenn diese Summe tatsächlich 0 ist, da sieht man jetzt hier, dass die beiden übereinstimmen müssen. Nicht? Und das steht hier eigentlich auch hier. Ja? Das ist jetzt hier eine unmittelbare Folgerung dessen. Und das Dritte, was man jetzt hier sich dann klar machen sollte, ist, dass die entsprechende Streuung, das habe ich jetzt eigentlich auch schon in Übung gemacht, dass die Streuung von y, die man jetzt hier eigentlich auch so schreiben kann, gleich ist aus der Summe der erklärten Streuung von y, das schreibe ich jetzt hier so, unser yi dach minus y dach quer zum Quadrat, plus die Summe jetzt hier über diese Störvariablen epsilon i dach zum Quadrat, also die Summe über die quadrierten Störvariablen. Das habe ich auch bereits erklärt, das ist jetzt hier die Gesamtstreuung, das ist die erklärte Streuung und das ist die nicht erklärte Streuung. Nicht erklärt. Ja? Und zwar erklärt durch die Regressionsgerade. So, das sind jetzt hier die drei Sachen, die man sich dann klar machen sollte, beziehungsweise die man jetzt hier braucht, um jetzt hier eine entsprechende Formel zu kommen. Denn das Bestimmtheitsmaß ist jetzt im Grunde genommen nichts anderes als, das schreibe ich jetzt hier dazu, nichts anderes als das Verhältnis von der erklärten Streuung, das schreibe ich jetzt hier so, zu der Gesamtstreuung von y. Also, wenn zum Beispiel das Bestimmtheitsmaß einen Wert hat von, sage ich jetzt mal 0,6, dann bedeutet das, dass man 60% der Gesamtstreuung von y durch die Regressionsgerade erklären kann. Okay? So. Jetzt hierbei, wenn ich zum Beispiel jetzt hier ausnutze, dass das arithmetische Mittel von diesen y-Dachs auch genauso groß ist wie das arithmetische Mittel von y, also die tatsächlich beobachten Werte bzw. jetzt hier die geschätzten Werte, da sieht man hier unmittelbar, dass sich jetzt hier diese Summe zu dem folgenden Ausdruck vereinfacht, und zwar das hier, also in dem Fall 8 habe ich jetzt hier vergessen, also erklärte Streuung durch die Gesamtstreuung, bitte um Nachsicht. So, und hier das gleiche, erklärte Steuerung durch die Gesamtsteuerung, aber hat eben diese beiden jetzt hier ersetzt. Nicht? So, jetzt sehe ich zum Beispiel hier, dass innerhalb dieser Summe yi minus y, also yi dach und y quer jetzt hier auftauchen. So, dann gucken wir uns das mal an, was das bedeutet. Also yi dach
ist jetzt hier gerade folgendes. Nicht? Das ist jetzt hier gerade dieser Ausdruck, was man jetzt hier dann eigentlich auch hatte. Schreibe ich jetzt hier einfach daneben, das ist das hier gewesen. Schreibe ich jetzt hier einfach nochmal kurz hin. Also y Dach ist jetzt hier in dem Fall a Dach plus b Dach mal xi. Und y quer, ja gut, das y quer ist jetzt hier gerade nichts anderes als das hier. Nicht? Also wenn ich jetzt hier gerade den Durchschnitt bilde, dann kann ich jetzt hier eigentlich auch den Durchschnitt aus hier rausbilden. Diese Summe ist allerdings 0, das heißt, wenn ich jetzt hier den Durchschnitt bilde, y quer, dann kann ich das so tun, als wenn ich jetzt hier den Durchschnitt bilde. Nicht? Also in dem Fall y Dach quer, nicht? Das hatten wir eigentlich auch schon vorhin. Und das ist dasselbe, als wenn ich jetzt hier daraus den Durchschnitt bilde, nämlich den Durchschnitt aus a Dach plus b Dach mal x, nicht? Gerade wenn ich das jetzt hier als Merkmal verstehe. Das heißt, und wenn man das jetzt hier dann macht, nicht, dann ist es dasselbe, als wenn man den Durchschnitt jetzt hier von x nimmt und dann jetzt hier den mit b multipliziert und a dazu addiert. Das sollte eigentlich noch klar sein. Nicht? Also wie sich das arithmetische Mittel verhält, wenn man hier eine Lineartransformation der Daten dann vornimmt. Das bedeutet jetzt yi minus y quer ist jetzt hier nichts anderes als die Summe aus diesen beiden, also beziehungsweise die Differenz aus diesen beiden. Das ist jetzt hier gerade, also ich schreibe das jetzt hier einfach nochmal hin. Yi ist das hier, a Dach plus b Dach mal xi, das ist jetzt der erste Ausdruck und der zweite steht dann hier, das ist dann a Dach plus b Dach mal x quer. So, wenn man sich jetzt hier die Klammern wegdenkt, und das kann man, dann stellt man fest, das ist dann b Dach mal xi minus x quer. So, das heißt, ich kann jetzt hier in dem Fall diese Summe oder diese Differenz durch diesen Ausdruck jetzt hier ersetzen. Und das mache ich jetzt hier im Bestimmtheitsmaß. Nicht? Also wenn ich das jetzt hier im Bestimmtheitsmaß dann tue, muss ich es ja noch quadrieren, diesen Ausdruck. Ne? Also decke mir jetzt hier gerade das, was hier steht, ist dann das, was jetzt hier dann stehen wird. So, und ich erhalte dann jetzt summa summarum, wenn ich das jetzt hier dann tue und dann jetzt hier dieses b herausziehe, der taucht jetzt hier nicht mehr als eine Summe auf, in dem Fall b Dach mal die Summe von xi minus x quer zum Quadrat geteilt durch die Summe von yi minus y quer zum Quadrat. Das ist alles. B zum Quadrat. Okay, na gut, also das sollte dann eigentlich klar sein und die beiden Werte sind jetzt in den Aufgabenstellungen dann auch gegeben, sodass das jetzt hier eigentlich auch dann nicht mehr berechnet werden muss. Und das gleiche gilt jetzt hier auch für diesen Regressionskoeffizienten. So. Okay. Dann gibt es jetzt hier die Frage, und zwar ist der letzte Teil in Übung 2 empirische Verteilungsfunktionen bei kassierten Daten klausurrelevant? Ja gut, also ich habe jetzt hier eigentlich schon gesagt, welche Themen nicht klausurrelevant sind. Legt jetzt hier einfach nochmal auf. Nicht relevant sind Varianzanalyse, der Gini-Koeffizient bzw. die Lorenz-Kurve und Goethe-Funktion. Und damit gehört jetzt hier empirische Verteilungsfunktion ist jetzt hier nicht zu finden. Das bedeutet in dem Fall, das ist relevant. Kann drankommen, muss nicht, kann aber. So. Also in dem Fall geht es jetzt die Frage so weiter. Es ist nicht ganz klar, wie man jetzt hier bei klassierten Daten die empirische Verteilungsfunktion bestimmt. Und ich habe jetzt hier in dem Fall als Beispiel, habe ich mir jetzt hier eine Aufgabe aus den Gruppenübungen ausgesucht. Also ich glaube, das ist die Aufgabe 1, ich bin mir jetzt ja nicht ganz sicher, Gruppenübungen. Und man jetzt hier so eine Klasseneinteilung hat, Übungen, so, also ich glaube, das ist jetzt hier die Aufgabe 1.1. Wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher. So, in den Gruppenübungen hat man jetzt hier in dem Fall die folgende Klasseneinteilung. Und zwar, also wenn man sich das jetzt hier die Daten dann so ein bisschen dann sammelt und jetzt hier sich dann auch klar macht. Und zwar, zunächst mal schreibe ich jetzt hier die Klassen hin. Also die erste Klasse, die zweite Klasse, die dritte Klasse bzw. die vierte Klasse. Die erste Klasse erstreckt sich jetzt hier von 0 bis 300. Das ist jetzt hier die entsprechenden Grenzen, das schreibe ich jetzt hier ausnahmsweise mal so, um zu vermeiden, dass jetzt hier Minuszeichen jetzt hier verstanden wird, nicht? Okay, dann die zweite Klasse erstreckt sich dann von 300 bis 700
Die dritte Klasse erstreckt sich jetzt hier von 700 bis 1100 und die vierte Klasse von 1100 bis 1400. So, wenn ich jetzt die in Erinnerung habe, dann waren das Preise gewesen. So. Und die absoluten Häufigkeiten aus diesen Klassen, die waren jetzt hier wie folgt, und zwar in dem Fall, das waren jetzt hier 5, 3, 9 und 3, wenn man sich jetzt hier die Werte dann jetzt hier ausgesucht hat. Insgesamt sind es jetzt hier, wenn ich mich richtig, also wenn ich das jetzt hier richtig sehe, sind es jetzt hier 20. Das bedeutet, wenn man jetzt hier die relativen Häufigkeiten bestimmen möchte, und das sollte man jetzt hier tun, dann muss man jetzt hier einfach diese Sachen jetzt hier durch 20 teilen. Also 5 geteilt durch 20, das sind 0,25. 3 geteilt durch 20, das sind 0,15. 9 geteilt durch 20, das sind 0,45. Und 3 geteilt durch 20, das sind auch 0,15. Soweit so gut, nicht? So. Dann hat man jetzt hier sowas, was man jetzt hier unmittelbar bestimmen muss, nämlich die Klassenbreite. Das ist jetzt hier im Skript unter Delta J hier abgekürzt worden. Die Klassenbreite ist jetzt hier die Differenz zwischen der Ober- und der Untergrenze der Klasse. Nicht? Also die Obergrenze von der Klasse 1 ist 300, die Untergrenze ist 0. Deshalb ist die Differenz offensichtlich dann ebenfalls 300. So, dann hat man jetzt hier zum Beispiel die Obergrenze hier vorne und die Obergrenze da, und dann ist jetzt hier die Differenz 400. Nicht? Also ich glaube, das ist auch keine allzu große intellektuelle Herausforderung darstellen sollte, jetzt hier die beiden Zahlen voneinander abzuziehen. Also ich glaube, ich hoffe, ich kriege das fehlerfrei hin, aber manchmal gelingt mir das auch nicht. So, gut, dann hat man jetzt hier diese Sachen, die man jetzt hier unmittelbar erkennen sollte. Und jetzt sind jetzt zwei Sachen meistens gefragt, und das ist jetzt eigentlich auch hier der Fall, und zwar die Dichte. Die Häufigkeitsdichte jetzt hierzu, also zu dieser Klasse, die man jetzt hier hat, das ist jetzt nichts anderes als die relative Häufigkeit durch die Klassenbreite. Nicht? Also 0,25 geteilt durch 300, wenn man jetzt in die Lösung schaut, dann gibt es 1 geteilt durch 2000. So. Dann gibt es jetzt hier beim anderen, wenn man das jetzt hier die beiden teilt, dann gibt es jetzt hier 3 geteilt durch 8000 bei der zweiten Klasse. Ja, ich schreibe jetzt hier vielleicht nochmal die Klasse daneben, damit man das jetzt hier noch auseinanderhalten kann. So, dann gibt es jetzt hier die Dichte jetzt hier bei der dritten Klasse 0,45 geteilt durch 400, das gibt dann bei mir in dem Fall, das ist jetzt hier natürlich dreimal so groß, ist 9 geteilt durch 8000 und jetzt hier beim letzten 1 geteilt durch 2000. Das sind jetzt hier die Dichten. Wenn man will, kann man jetzt hier auch erweitern, um eine gewisse Vergleichbarkeit zu bekommen, aber das ist jetzt hier nichts, was man unbedingt machen sollte. So. Und dann bleibt jetzt hier noch der Wert der Verteilungsfunktion, und zwar an den jeweiligen Stellen jetzt hier der Klassenobergrenzen der empirischen Verteilungsfunktion. Das ist jetzt in dem Fall nichts anderes als diese die Werte, die jetzt hier daraus entstehen, wenn man jetzt jeweils die Werte jetzt hier einfach addiert. Also man hat jetzt hier zunächst mal 0,25, dann die Summe aus den beiden, das ist 0,4, dann die Summe aus diesen drei, das gibt man 0,85. Und die Summe aus diesen vier Stück, das gibt jetzt hier den Wert 1. So. Das hier ist natürlich nicht der Wert der Verteilungsfunktion, den man jetzt hier hat. Das ist jetzt hier nur der Wert für bestimmte Werte, nämlich jetzt hier für die Klassenenden jeweils. Nicht? Also wenn man jetzt hier die Klassenenden jetzt hier in die Verteilungsfunktion dann einsetzt, ich schreibe das jetzt hier einfach auch mal so, das ist jetzt hier der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 300. Nicht? Dann ist das jetzt hier der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 700. Und hier, das ist dieser Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 1100. Und die 1 ist jetzt hier der Wert der Verteilungsfunktion, zum Beispiel jetzt hier von 1400. So, also bei den Klassenenden. Man hat jetzt hier also 4 Werte angegeben für die Verteilungsfunktion. Das reicht aber nicht aus, um eine Verteilungsfunktion eindeutig bestimmen zu können. Deswegen muss man sich jetzt hier auf die Formel verlassen. So. Und im Skript steht jetzt hier, wenn ich mich recht erinnere, die folgende Formel. Und zwar, also sprich, der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle klein x, das sollte mich jetzt hier vielleicht mal abschreiben. Es ist jetzt in dem Fall in drei Abschnitte gegliedert, aber
Das sind jetzt hier nicht ganz drei Abschnitte, ich werde es jetzt hier vielleicht mal erklären, warum. Also man hat jetzt hier zunächst mal den Wert 0 für Werte, die kleiner sind als jetzt hier die Klassenuntergrenze. Also die Klassenuntergrenze oder kleiner gleich, je nachdem, das ist jetzt hier bei dem Fall egal. Also die Klassenuntergrenze jetzt hier von der letzten Klasse. Dann und dazwischen jetzt hier, also jetzt hier gerade für 1, jetzt hier für Werte, die man jetzt hier einsetzt, die größer sind als jetzt die Klassenobergrenze, die letzten, also die Obergrenze der letzten Klasse, das ist jetzt hier unter AK-Stern. So, und dazwischen jetzt hier steht jetzt hier eine komische Summe und ich schreibe jetzt einfach mal die Summe hin, die man sich dann jetzt hier klar machen sollte. Ich grenze es jetzt hier einfach mal ein bisschen ein, damit man das auseinanderhalten kann. Und zwar die Summe, die geht jetzt hier wie folgt, und zwar von i gleich 1 bis j minus 1. Ich sage jetzt nochmal kurz, was j minus 1 ist, und zwar von hi. Hi sind jetzt hier diese relativen Häufigkeiten. Und dann hat man jetzt hier sowas wie x, jetzt hier gerade diesen Wert, minus also x gerade jetzt hier der Wert, in dem Fall jetzt hier die Klassenuntergrenze der unteren Klasse i minus 1 minus 1 Stern, nicht? Multipliziert mit der Dichte der j den Klasse, das schreibe ich jetzt in dem Fall so, und das ist jetzt hier für Werte, für in dem Fall für Werte, die sich jetzt hier innerhalb der j-Klasse befinden, also ij minus 1 Stern kleiner gleich x, oder nee, echt kleiner als x kleiner gleich aj Stern. So, das ist die Frage, wie liest man diese Formel, die findet man jetzt hier auch im Skript, wie liest man sie? Also, dann schauen wir uns das mal an. Also, gerade für den ersten Fall. Der Wert der Verteilungsfunktion jetzt hier gerade in diese Aufgabe. So, dann schauen wir uns das mal an. Also zunächst mal hier folgendes. Der Wert der Verteilungsfunktion. Also man sucht sich jetzt hier zunächst die Klassenuntergrenze der ersten Klasse heraus und die Klassenuntergrenze der ersten Klasse jetzt hier in dem Fall 0. Das heißt, für alle Werte, die kleiner gleich 0 sind, das ist jetzt hier in dem Fall 0, nimmt die Verteilungsfunktion den Wert 0 an. Das ist einfach. So. Als zweites kann man sich jetzt hier in dem Fall den Wert jetzt hier aus der letzten Klasse, den kann man sich jetzt hier aussuchen, also die Klassenobergrenze der letzten Klasse, das ist in dem Fall 1400. Und wenn man den jetzt hier hat, dann kann man jetzt hier schreiben, das ist jetzt hier größer als 1400. Nicht? Also, und dann kommt jetzt hier der Wert für die Verteilungsfunktion, kommt nämlich 1 heraus. So. Das ist schon jetzt die halbe Miete. Und jetzt bestimmt man jetzt hier in dem Fall für den Rest, bestimmt man jetzt hier für alle drei Klassen jetzt hier jeweils den Wert der Verteilungsfunktion. Das sind jetzt hier nämlich die drei Klassen, die jetzt hier dazwischen sind. So. Wenn ich jetzt mit der ersten Klasse anfange, dann sind die Klassengrenzen jetzt hier, die Klassenuntergrenze, also J ist jetzt in dem Vergleich 1, also steht hier A0 Stern und A1 Stern. Das kann ich jetzt hier zumindest mal hinschreiben. A0 Stern, also die Hälfte Klassenuntergrenze jetzt hier gerade, das war 0. Das schreibe ich jetzt hier so, 0 kleiner x kleiner gleich 300. So, das ist jetzt hier von der ersten Klasse. So, wenn j gleich 1 ist, dann steht hier 1 minus 1 ist 0 und eine Summe von 1 bis 0 ist per Definition 0. Das heißt, diese Summe ist 0. Und dann steht hier x mal oder x minus jetzt hier die Klassenuntergrenze von der ersten Klasse. Also in dem Fall ist es jetzt hier nichts anderes als dieser Wert hier. Da schreibe ich hier einfach mal x mal die Dichte jetzt hier von der ersten Klasse und x mal die Dichte von der ersten Klasse ist jetzt hier 1 durch 2000. Ja? Das ist jetzt hier im Grunde dann auch klar. Nicht? Also x mal 1 geteilt durch 2000, das ist jetzt hier der Wert der Verteilungsfunktion an dieser Stelle. Und aj minus 1 Stern, das ist jetzt hier in dem Fall a0 Stern, weil, warum? Weil aj gleich 1 ist. Und wenn j gleich 1 ist, steht hier a0 Stern und a0 Stern ist natürlich 0. Das heißt, 0 mal die Dichte gibt ja auch 0. So, das ist der Wert für die erste Klasse. Jetzt
fragen wir uns, wie berechnet man jetzt hier den, also die Verteilungsfunktion für die zweite Klasse. Das kommt jetzt hier hin. Die zweite Klasse erstreckt sich, muss ich jetzt hier mal die Klassengrenzen angucken, also wenn j gleich 2 ist, dann steht hier a 1 Stern und das ist jetzt in dem Fall 300, nicht? Das steht natürlich auch hier. Das ist die Klassenuntergrenze auch gleichzeitig von der zweiten Klasse und das erstreckt sich jetzt hier von 300 bis 700. Das schreibe ich jetzt in dem Fall so. Okay. Das sind die Klassenuntergrenzen. Okay, und jetzt ist die Frage, wie berechne ich zunächst mal diese Summe? Also wenn j gleich 2 ist, wie gesagt, ich befinde mich jetzt hier in dem Fall in der zweiten Klasse. Wenn j gleich 2 ist, steht hier 2 minus 1. Steht hier also 1. Die Summe von 1 bis 1, das ist dann per Definition H1. Und H1, schaue ich jetzt hier gerade nach, das ist die relative Häufigkeit jetzt hier aus der ersten Klasse. Das schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu. Das ist 0,25. Das ist diese Summe hier. Und dann plus x minus a j minus 1 Stern. J ist jetzt in dem Vergleich 2, das heißt, hier steht dann a1. Also setze ich dann hier ein. Also x minus 300 mal die Dichte von der zweiten Klasse. Und die Dichte von der zweiten Klasse ist jetzt in dem Fall 3 zu 8000. Okay, also ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen verwirrend ist, und man sollte das jetzt hier vielleicht noch ein bisschen verschönern. Nicht? Also 3 zu 8000, es gibt natürlich jetzt in dem Fall 9 zu 8000 plus 0,25, also das ist jetzt hier, so, oder minus jetzt hier in dem Fall, das sollten jetzt hier die Werte dann herauskommen, die man jetzt hier auch findet. Nicht? Also so würde das dann jetzt hier funktionieren. Okay. Gut, und das ist jetzt hier für die zweite Klasse und für die dritte Klasse analog. Das schreibe ich jetzt hier vielleicht mal ein bisschen zwischen. Die dritte Klasse erstreckt sich dann jetzt hier in dem Fall von 700 bis 1100, ja, und dann hätte ich jetzt hier in dem Fall auch jetzt hier gerade für die vierte Klasse die weiteren Werte, und zwar für die dritte Klasse, also sprich, wenn j gleich 3 ist, dann steht hier von i gleich 1 bis 2, das ist dann also die Summe von i gleich 1 bis 2 von dem h1 plus h2, h1 plus h2, also die Summe aus diesen beiden, das gibt dann 0,4. Und dann plus x minus die Klassenuntergrenze der zweiten Klasse, das ist in dem Fall, oder beziehungsweise jetzt hier, also a. Klassenobergrenze der zweiten Klasse und Klassenuntergrenze der dritten Klasse, so rum. Das ist jetzt in dem Fall dann 700 mal die Dichte der dritten Klasse. Also die schreibe ich jetzt hier auch nochmal hin. Das ist jetzt in dem Fall 9 geteilt durch 8000. Und so arbeitet man sich jetzt hier in dem Fall Schritt für Schritt nach vorne. Ja, leider ist es jetzt hier ein bisschen unübersichtlich geworden, da das jetzt hier die Rechnung etwas viel ist, aber wenn man jetzt hier das vorführt, dann bekommt man als Ergebnis, oder sollte man jetzt hier als Ergebnis das hier erhalten. Das sind jetzt hier die Werte, die man jetzt hier dann auch bekommt. Okay, ich hoffe, das ist dann klar. Und ja, das, wie gesagt, kann relevant sein, muss aber nicht. So, dann wurde ich jetzt hier auch gefragt, wie ist es mit dem, eigentlich mit dem Runden in der Klausur? Und zwar, wenn er jetzt, also in der Klausur steht dann explizit, wie das Ergebnis angegeben werden sollte. Also für Runden schreibe ich jetzt hier dazu, also Fragezeichen Runden. Einfach mal jetzt hier die Hinweise beachten. Also, Hinweise in der Klausur beachten, schreibe ich jetzt hier zu. Ja, da steht jetzt dann auch explizit drinne, wenn man jetzt hier Ergebnisse hat, wie man jetzt hier damit erfahren soll. Und zwar, wenn da jetzt hier aber nichts steht, also wenn man jetzt zu den Hinweisen jetzt hier nichts findet, dann kann man jetzt hier vielleicht, also ich empfehle jetzt hier durchaus für Zwischenergebnisse 4 Stellen zu nehmen, da kann meistens auch nichts passieren, wenn man jetzt hier mit diesen Werten dann auch weiterrechnet. Okay,
Dann werde ich jetzt hier gefragt, ob Sie noch Tipps haben für jemanden, der die Klausur im letzten Versuch schreibt. Also wenn jemand die Klausur im letzten Versuch schreibt, das geht jetzt hier eigentlich auch alle anderen. Konkrete Tipps kann ich nicht geben, außer die ich jetzt hier auch genannt habe, also die man auch im OLAP findet, jetzt hierzu, wie man jetzt hier bearbeiten sollte. Also ich empfehle jetzt hier durchaus die Tutorien oder beziehungsweise Tutorungsaufgaben, dann die regulären Übungen. Die sollte man sich dann genau anschauen. Da sollte man sich jetzt hier die Vorlesung, die Beispiele aus den Vorlesungen jetzt hier angucken, also die Beispielaufgaben, Beispiele. Die bringen eigentlich einen sehr viel weiter. Dann sollte man jetzt hier vielleicht auch die Gruppenübung bearbeiten und schließlich jetzt hier auch die Probeklausuren beziehungsweise auch die alten Klausuren, die auch gestellt worden sind. Also die Gruppenübung und die Probeklausuren sollte man eigentlich schon hinter sich haben. Die regulären Übungen ebenso, die Tutorien sowieso. In der Vorlesung, da man sowieso hingegangen ist, hat man eigentlich auch schon die Beispiele beobachtet. Also letzten Endeffekt sollte man jetzt hier auch nicht unbedingt nur heute mit dem Lernen beginnen, sondern dann hätte man eigentlich auch schon vorher beginnen sollen. Bleiben jetzt hier vielleicht noch die alten Klausuren, die man sich dann jetzt hierzu auch anschauen sollte. Aber diese Sachen sollte man unbedingt durcharbeiten, nicht nur die, die auch im letzten Semester schreiben, sondern alle. Ja gut, gewisse Unsicherheit ist bei mir halt leider immer vorhanden, schreibt jetzt hier ein Kommilitone. Also ich empfehle jetzt hier in dieser Stelle einfach nochmal sich jetzt hier einfach mal so Zusammenhänge anzuschauen. Also wenn man jetzt hier die Aufgaben nicht versteht, die man jetzt hier zu bearbeiten versucht, dann hat man auch keine Chance, selbstständig sich an eine Aufgabe jetzt hier heranzuwagen. So. Dann habe ich jetzt hier noch, glaube ich, noch die anderen Fragen, ein paar andere Fragen gestellt bekommen. Und zwar, woran erkennt man, ob eine Zufallsvariable diskret oder stetig ist? Also, da sollten wir uns ja vielleicht nochmal angucken. Vielleicht den Begriff der Absehbarkeit, also Definition. Eine Menge heißt abzählbar, das hatten wir eigentlich auch schon. Eine Menge heißt abzählbar, wenn sie sich als eine Folge darstellen lässt. Das hatten wir schon, ne? Sie sich als eine Folge darstellen lässt. Das bedeutet, also wenn es eine Folge gibt, in der jetzt hier alle Elemente aus der Menge vorkommen, dann nennt man die Menge absehbar. Beispiel die Menge der natürlichen Zahlen. Also die Menge der natürlichen Zahlen, die gehen jetzt hier manchmal von der 0 los. Ja, sagen wir mal vielleicht mal die 0, die 1, die 2 und so weiter. Also ich glaube, jeder weiß, wie es weitergeht. Diese Menge ist abzählbar. Okay. Also abzählbar bedeutet jetzt hier nicht, dass man jetzt hier sagen kann, welche Elemente oder wie viele Elemente jetzt im Konkreten enthalten sind, sondern das heißt jetzt einfach nur, dass man das als eine Folge schreiben kann, die Elemente, die jetzt hier davor kommen. Oder zum Beispiel die Menge der ganzen Zahlen. Die kann man jetzt hier wie folgt mit Hilfe der folgenden Folge schreiben, und zwar 0, 1, minus 1, 2, minus 2. Also ich glaube, hier weiß auch jeder, wie es weitergeht. Deshalb ist diese Menge ebenfalls abzählbar. Okay? Gut, man hat jetzt auch eigentlich auch genügend Gegenbeispiele. Ich werde jetzt hier nicht nochmal explizit darauf eingehen, sondern damit weitermachen, weil es halt eben eine Zufallsvariable diskret. Und eine Zufallsvariable heißt diskret. Also das schreibe ich jetzt die Definition. Eine Zufallsvariable heißt diskret. Und zwar, wenn die Menge der Realisationen, also das sind jetzt die Werte, die sie annehmen kann, die Menge aus ihrer Realisation abzählbar ist. Okay.
Beispielsweise, ja gut, wir hatten jetzt eigentlich auch genügend Beispiele, geometrische Verteilung, Poisson-Verteilung, Binomialverteilung und so weiter und so weiter. Nicht? Das sind jetzt hier genügend Beispiele vorhanden. Okay? Also, man erkennt, ob eine Zufallsvariable diskret ist oder nicht, daran, ob ihre Menge abzählbar ist oder nicht. Wenn die Menge der Realisation abzählbar ist, ja, wenn das der Fall ist, dann ist die Zufallsvariable diskret. Und wenn die Realisation nicht abzählbar ist, Realisationen nicht abzählbar, wenn das nicht gilt, dann denken die Leute, dass es stetig ist. Nein, das muss nicht sein, nicht? Wenn die Realisationen nicht abzählbar sind, dann ist die Zufallsvariable einfach nur nicht diskret, ganz einfach. Okay, kann stetig sein, muss aber nicht, nicht. Also nur, ich gebe dir ein Beispiel, was ich da eigentlich in diesem Zusammenhang gerne benutze. Nur wenn man die amerikanische Außenpolitik nicht unterstützt, folgt nicht unbedingt daraus, dass man ein Terrorist ist, nicht? Und das gilt auch hier. Also, wenn die Realisationen nicht abzählbar sind, dann ist die Zufallsvariable halt eben nicht diskret. Sie kann stetig sein, muss aber nicht. Also, wenn man sich das jetzt hier einfach mal verdeutlicht, wovon ich jetzt hier gerade rede, wenn das jetzt hier die Zufallsvariablen sind, dann gibt es jetzt hier die diskreten und hier die stetigen. Und es gibt Zufallsvariablen, die sind weder noch. Das gibt es auch. Okay. Die gehen wir jetzt hier nicht ein, aber nur, wenn die Menge jetzt hier nicht absehbar ist, folgt noch nicht daraus, dass sie automatisch dann stetig sein muss. So, gut, ja gut, wenn wir jetzt hier dabei sind, was ist eine stetige Zufallsvariable? Also eine Zufallsvariable heißt stetig, das schreibe ich dazu. Eine Zufallsvariable heißt stetig, wenn ihre Verteilungsfunktion stetig ist. Ihre Verteilungsfunktion so, das ist jetzt hier wichtig. Also,